Wir sind wieder da bei Pandoras Tower. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie man springen! Kann da drüben. Okay, er schafft's. Er schafft's. Da unten geht eine Kette rein. Was? Tatsächlich, das ist eine Kette. Wie nice. Also, diese Dinger kennen wir ja schon aus dem ersten Feuertempel. Los, lassen! Das ist nur die Frage, runter! Wie komme ich so schnell hin? Ja, komm, spring hier runter! Oh Gott, das ja, ist und jetzt! Unmutig. Achtung, Steine! Super! Spring! Super, du Vollidiot! Oh nee, oder? Es ist einfach scheiße. Hau erstmal das Viech da kaputt! Die Steuerung hätte man ja besser umsetzen können. Natürlich muss man die schlechte Aufnahme noch abziehen. Aber man gut, hätte auch damit hoch rechnen können, dass es hier nicht immer ideal verläuft. Hoch! Ja, hey, ja, ich kapier's doch! Was soll ich machen, wenn er es nicht macht? Oh. Junge, du bist so dumm! Kommt, der kommt, der kommt! Hoch! Die Steuerung ist einfach zu schlecht hier. Also jetzt nicht mit Spielern gemeint, sondern einfach. Ich frage mich, wie ich das überleben soll, ganz im Ernst. Ständig ist so ein Zeug, aber diesmal hat es der Dungeon echt unfassbar übertrieben. Du meinst nur wegen der Steuerung, oder? Naja, spieltechnisch gesehen. Du musst das Ding wieder. Ja, warum kann der Typ nicht einfach springen, wenn man gechillt darauf zuläuft? Nein, man muss sich runterhangeln, das ist doch unnötig. Komm schon, Caleb. Die Kette ist in Reichweite. Wir kriegen das hin. Ich hoffe. Loslassen und runter. Ist dieser flöde Flatterheini noch da? Gott, ey. Und der kann nicht springen. Er kann einfach nicht springen. Er hat sich nicht festgehalten. Na super. Der springt wie besoffen. Immer landet er am anderen Ende. Wir müssen bald uns wieder zurück teleportieren, sonst überlebt Helena nicht. Ja, eben, deswegen reg ich mich doch so auf. Das ist Blödsinn ohne Ende. Da, lass sie doch einfach gechillt springen, wenn er gechillt darauf zuläuft. Was ist da das Problem? Ich glaube, es wäre besser, Caleb. Hallo! Zum Springen, stell dich mal einfach hin. Das Problem hatte ich auch bei Skyward Sword. Wenn ich gestanden bin, ist sowas wie das Fallen einfacher gewesen. Vertrau mir mal, stell dich hin! Caleb! Nicht? Nee, das geht nicht. Stell dich hin! Und jetzt renn und hopf! Und hopf! Zurück auf den mittleren! Oder auf den, der rüberkommt! Gut! Hier hinten! Oh Gott! Scheiße! Wo muss ich jetzt hin? Na, du musst hier! Spring! Oh Gott! Es geht! Schnell! Das Feuer! Was? Was ist jetzt los? Was ist los? Oh nö! Was ist los? Aber ich hab dir gesagt, dass es so besser ist! Was ist... Oh Gott! Ein Hundi! Sowas wie du, nur als Feuerhundi! Ich weigere mich gegen dieses... Du hast schon solche im Antritt in dem Pflanzendungeon gekämpft. Aber keiner war so cool wie der hier. Na los, kill ihn! Will das aber nicht tun. Achtung, Maul zu, Maul zu! Wenigstens kann es mir hier nicht passieren, dass ich erst in die Tür öffne. Das ist schon mal der Vorteil. Wie es uns so oft passiert, dass ich, wenn ich hier einen Gegner kämpfe, in die Tür öffne. Hey, aber könnte ja sein, dass der warmes Fleisch gibt und wir müssen eh zurück zu Helena. Da wäre ich sehr begeistert. Nicht den Kopf anziehen, Brust und zack! Yes. Warmes Fleisch, Ja gut, so feurig wie der war. Wäre es auch sehr überraschend gewesen, wenn er was anderes gehabt hätte. Vor allem nasses Fleisch. Also. Also, dann machen wir geschwind die Kette kaputt, dann teleportieren wir uns zurück und gehen zu Helena. Sicher? Nee, jetzt will ich mich doch noch nicht zurück teleportieren. Sicher? Ja, wir haben noch Zeit. Das hatte ich vorhin auch gesagt. Ja, richtig. Und da habe ich gesagt, nein. Und ich hatte recht. Insofern, weil der ist wahrscheinlich ein bisschen mutiert, müsst ihr wissen. Kannst du mir da einfach vertrauen, ich kann es nicht reinstellen. Warte, ist hier nochmal ein Item? Nee, hier ist jetzt nichts mehr. Und da wir uns teleportieren können, ist es eh Kopf wie Hase. Warte, du kannst jetzt hier runterspringen, genau. Spring? Cool.
Ich frage mich jetzt nur, ob das die einzige. Vorsicht! Naja. Ich frage mich jetzt nur, ob das die einzige Kette hier war oder ob uns nochmal so ein Ding erwartet. Naja, das können wir. Vielleicht wäre es sinnvoll, nicht gerade auf den Stein zu springen, dieses wenn er gerade untergeht. Dieses Mal wollte ich es sogar. Jetzt hat er ein einziges Mal gesprungen, wenn ich ihm gesagt habe, dass er nicht springt. Stell dich hin! Hey, look, listen! Oh nein, Caleb! Lauf! Hopp! Hopp! Auf den sicheren? Ja, gut. Oh! Ich warte. Gut, dass du nicht gesprungen bist. Ja, ich warte. Und ich denke schon, dass es für Helena langsam eng wird. Nein, 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 nein. Ich kann das gut einschätzen. Die hat noch etwa ein Viertel. Das passt noch. Also ein Viertel, in dem sie normal bleibt. Ja, das ist eine Kupfermünze. Komm, das, doch, ich komme sogar noch ran. Geld geil. Naja. Da drüben. Halt, hier auf der anderen Seite die Kette. Genau darunter. Autsch. Ja. Also ich nehme jetzt einfach mal mehr oder weniger den Weg quer durch die Mitte. Dass ich diesen Weg nehmen muss, ja. Hopp rüber! Hopp! Hopp! Also wenn wir sehen, hopp, hopp! Der Typ ist schon richtig gut mit dem Stehen. Sagte ich doch, das habe ich bei Skyward Swords auch gemerkt. Aber ich glaube, zum Zielen musste ich wieder hinsetzen. Das glaube ich auch, ja. Jetzt. Da ist die Kette, Kette, Kette! Was? Oh! Natürlich ist noch eine zweite. So, die dichten wir erstmal ab. Ja, wie kommen wir da hin? Auf die andere Seite kannst du da nicht gucken? Vielleicht ändert sich noch die Kamera. Nee, da konnte ich nicht hin. Da, die geht dadurch in die Türe rein. Oder? Hier oben ist was zum Hängen. Ja, geh einfach mal weiter. Hoch? Geh mal hoch. Achtung! Wow. Aha, okay. Ja! Aber auch wieder Feuer davor. Das bedeutet, ergo, wir müssen etwas zum Aktivieren finden. Hopf mal runter. Jetzt hier. Oh, eine Leitung. Weiter nicht sogar vorhin schon? Ich glaube, das war das, wo du unten warst. Ja, das genau. Ich nämlich auch. Ah, okay, das wäre also hier. Du hättest hier von dem direkt zum anderen gehen können. Du hättest eigentlich die zuerst machen. Autsch. Ah. Und. Ich hoffe mal, das ist die richtige. Ja, ist es. Sonst muss ich mir nur überlegen, wie ich da schnell wieder hin. Okay. Hoch! Wow! Es regnet ja jetzt schon, was zum Teufel? Hoch! Naja, ich versuch's schon. Nein, nicht hier rüber! Das schaffst du nicht nach unten! Schwing dich wieder rüber! Komm, nimm die Leiter. Ja, 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 gut, gut, gut. Hoch, 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 hoch! Gut, ich schaffe es. Anna, Anna, hier den hoch! Ach, wenn mir das Bumpern schon ein wenig Sorgen macht. Abdichten! Warum macht es nicht so jetzt? Rübergehen? Ah, siehst du jetzt die Kameraansicht? Ah! Gut. Ich hab das Ding hier unten gesehen. Los, lauf! Yes! Ja, und kein Monster diesmal. Boah, zwei Ketten in einem Part, das ist ein ewiger Rekord. Aber muss man das hier doch mal einholen, ne? Ja, im letzten gar keine und jetzt zwei. Ja, man muss im letzten Mal die Vorarbeit dazu leisten. Na gut. Das Feuerhundi sieht aber schon cool aus. Habe ich bereut, dass ich ihn erledigen muss. Dann siehst du, Helena geht's noch gut. Boom. Die Piepse nervt. Boom. Dum. Das Zeichen gefällt mir irgendwie. Das sieht aus wie ein hängendes Viech mit zwei riesigen Armen. Super, das gefällt dir natürlich. Also, dann benutzen wir jetzt eine Elysion-Scherbe, weil ich hier Schiss habe, rumzuspringen. Und wir geben ihr warmes Fleisch, damit sollten wir es problemlos bis zum Endboss schaffen. Auch wenn wir die Master-Tür noch suchen müssen. War bestimmt die Türe, wo du gerade davor gestanden bist. Das war die einzigste in diesem Raum, Caleb. Welche meinst du jetzt? Du standest gerade vorhin vor einer. Da wurde dir, die Treppe. Oh, gemacht hast. Gut, dass ich jetzt noch nicht passiert habe. Warte. I heard lots of things I wanted to say.
Now I've forgotten them all. Kenn ich. Welcome back, anyway. Süß. Wegen des Tagebuchs. I think you might be writing in your diary more than I am, Aaron. Keine Zeit für. If you ever go back and read what you've written, I get quite embarrassed when I do it. I wonder how it's turned out today. I don't have much confidence in. Oh ja, es gibt was zu essen. You better. You need to eat proper meals to keep your energy. Don't do anything stupid. Is everything all? Und jetzt warmes gibt's Fleisch. Warmes Fleisch, Mädel. Thank you. So, dann füllen wir uns noch auf. Da oben glitzert was rot. Zwei ja, Punkte da sogar. Sogar zwei Sachen. Ja, bleibt mal hier noch sogar. Unlesbare alte Notiz. Register zusätzlich. Weiteres nützlich aussehende Bücher. Symbole des Eiers kochen für zwei. Umgang mit Gift. Kochen für zwei. What's up, Aaron? Das Buch möchte ich lesen. So, this is. Was? Ist das ein Geschenk? Oh, wir haben einen weiteren Punkt erreicht. Wow, die Säule sieht ja cool aus. I know they're your way of expressing yourself. Every one of them made me very happy. Unfortunately, this is all I can give you in return. I hope you like it, at least. Wow. Oh ja, das gefällt mir. Thank you, Aaron. Please take this. I hope it'll be of use to you. Was? Bollwerkband? Das ist etwas zum Anlegen. Die Ausdauer des Trägers wird sich ein Schild ist eingraviert. Okay. Ah, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar hat sich meine Leiste erweitert. Und das sieht jetzt so aus. Ich habe hier ein neues Gewand. Das ist ein Schuppengewand. Es gibt ein bisschen mehr Verteidigung. Und ja, schaut das doch ganz gut aus, oder? Natürlich werde ich noch mehr anlegen, sobald ich noch mehr Last. Warte, willst du nicht erstmal das nasse Fleisch verkaufen? Stimmt, und Zeug ablegen. Das Bollwerkband würde ich fast auch in die Truhe legen. Ja. Jo. You've got some flesh. Well, I'll buy that. Bisschen Lesestoff. Ja, die zahlt richtig viel für den Lesestoff gerade. Waffen kann ich leider noch nicht verbessern, weil eine Metallsorte fehlt mir noch, mindestens. Und zwar bei allen Waffen. Und ich weiß noch nicht, welche Metallsorte dies ist. Aber, Leute, wir sehen uns im Turm wieder. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Tio! Ja, bis gleich. So, Leute, wir sind wieder da mitten im Turm. Rüber? Und damit ihr es wisst, hier ist die Tür, hier ist die Treppe, und auf die wir rüber können. Genau, wir können uns jetzt nämlich hier mit einer kleinen Abkürzung, die wir uns geschaffen haben, hier relativ leicht. Und es wird wahrscheinlich hier durch diese Türe gehen, das hatte ich gemeint, das ist die einzige, die man hier sieht. Ich hoffe es mal, aber mir würde tatsächlich auch nicht entfallen, dass es Tschüss und Zwang sollte. Oh Gott. Da ist ein Hündchen. Oh Gott. Wow. Und da hat er Flammen gelegt. Aber ganz im Ernst, ich habe mehr Angst gehabt im Turm davor vor diesen Tarzan-Diggern, wo man sich hunhangeln muss. Er ist tot! Nicht mehr hauen! Nasses Fleisch? Deine Oma ist nass, ey. So ergibt so gar keinen Sinn. Ja. Gibt's da nochmal Lesestoff? Nee. Nee. Allerdings kommt. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung nachher zum Hochgehen. Auch nicht wirklich weiter. Da musst du jetzt Tarzan spielen. Sieht so aus. Aber ich habe keine Angst davor. Okay, vielleicht doch. Autsch. Ja. Du musst auf jeden Fall vom Boss nochmal. Pass auf und. Durch! Schnell weiter! 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 Da hoch nach oben! Schnell! Wow! Puh. Das war Monster! Da drüben, geh auf das daneben! Keine! Zieh dich rüber! What the? Ja, okay. Na gut, Leute. Im nächsten Part werde ich dann nochmal versuchen, diesen Aufstieg zu schaffen. Dann schießt das Ding tot. Das muss wahrscheinlich
Oh Gott, ja. Ja, da muss man, um zum Boss-Dungeon zu gehen, muss man dieses Ding da oben ausschalten. Also Leute, im nächsten Part machen wir weiter hier. Unterwas Tower, wie immer, freue ich mich über Daumen hoch und runter und Favo, einen netten Kommentar. Also bis dann, Leute. Tschüss.